Meine Erfahrung mit dem wunderbaren heutigen Boss in Donkey Kong Country Tropical Freeze sind vielleicht nicht sonderlich gut. Erstmal herzlich willkommen zurück. Willkommen zu meinem größten Leiden. Guys, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir sind beim Boss der vierten Welt angelangt. Und ich habe keine guten Erfahrungen mit dem Boss gemacht. Und ich bin mir zu 100% sicher, die Erfahrungen heute werden nicht besser. Wir werden sehen. Rein da. Ich sag's, wie es ist. Schön ist anders. Also, wir sind unter Wasser, haben natürlich ein ganz entspanntes Zeitlimit. Müssen einen Boss besiegen und haben jetzt schon fast keine Luft mehr. Hallo? Das kannst du mir nicht erzählen, dass ich keine Luft eingesammelt habe. Aber ein Herz, das ist doch schon mal etwas. Nein, ihn da reinzuwerfen wäre wichtig gewesen. Hallo? Zack, den haben wir gehittet. Wichtig, wichtig. Ey, ich muss mich so konzentrieren. Der Boss ist alles andere als entspannt. Nee, wenn, dann muss ich mich mit B fortbewegen, weil das kann man schneller abbrechen. Und da ist die Navigation richtig hoch. Ja, damit komme ich hier auch gegen an. Ich habe 100-mal Spinnen gedrückt, er hat es nicht gemacht. Das ist doch schon wieder kompletter Betrug heute. Also, hallo, was ist das denn? Das geht ja gar nicht. Oh ja, heavy, heavy, aber wichtig. Gegen den Herz hätte ich tatsächlich nichts einzuwenden, aber muss nicht. Ist noch ganz entspannt. Uff. Einfach halber Screen ausgefüllt, kann man ja mal machen. Aber ich kenne diesen Kampf eigentlich ganz gut, glaube ich. Wo rollt er hin? Ja. Wichtig, Luft ein bisschen holen. Nochmal eine Runde Luft. Oh mein Gott, das war wieder knapp. Oh, lol. Ich bin eigentlich voll in die Stacheln und das hat auch jeder gesehen. Aber ist okay. Rein da. Oh nein, oh nein. Aber wichtig, letzter Treffer jetzt, oder? Läuft es so gut, dass es kommt unerwartet? Oh. Schön ist es nicht. Let's go! Bam, in sein Gesicht. Weg mit dir. Wunderbar. Es geht super los. Ich bin schon wieder mega gehypt. Es ist wunderschön. Es geht erstmal auch schon direkt in die nächste Welt. Das ist... Es geht super los. Wirklich wundervoll, Leute, hier. Ich freue mich, dass wir uns alle hier versammelt haben, um mir zu Glück zu wünschen, dass ich das so schön geregelt habe. Wir kommen jetzt aber in die einzig wahre fünfte Welt. Der Saftdschungel, ich weiß es nicht. Mit Fauna Fantasia gehen wir rein und Guys, jetzt kommt der erste Fun Fact. This is actually meine Lieblingswelt. Und auch wenn viele sagen so, what, die ist ja todesschwer. Ja, ist sie. Aber sie macht trotzdem Spaß und ich habe schon wieder die Katze kaputt gemacht. Guten Tag. Aber ich feiere die Welt einfach vom Design. Ich mag die Farben. Ich mag diese Story, die erzählt wird am Anfang. Ich komme darauf zu sprechen. Du, Hans. So, am Anfang haben wir erstmal
Hier, seht ihr das? Wir ernten die Früchte. Das ist doch schön. Am Anfang werden Früchte geerntet. Wir haben neue Gegner, by the way. Oh. Zack, wir können es entscheiden. Ich will Dixie natürlich wieder. Hier gibt es den wunderbaren K-Buchstaben. Das ist doch wundervoll. Hier lassen wir uns gar nicht erst treffen. Hier gibt es einen Fun-Fact, soviel ich weiß, denn man kann hier rüberrollen. Genau. Da müsst ihr gar keine Angst haben, runterzufallen. Ihr könnt einfach rüberrollen über diese Spalte. So, hier gibt es ein Puzzleteil für. Verdient auch natürlich. Hier können wir jetzt natürlich nicht rüberrollen, weil alle 2 Sekunden stellt sich uns eine Frucht entgegen. So. Weiter geht's. Aber ich find's gut. Je mehr wir ins Spiel reinkommen, desto mehr erinnere ich mich auch an die Level. Alter, das ist meine Lieblingswelt. Obviously erinnere ich mich an alles. Weil das habe ich auch am häufigsten gespielt. So. Wir kommen jetzt die ganze Zeit Stuff runter. Und am Schluss ein Puzzleteil war das, glaube ich. Und den auch noch. Zap. Unfassbar. Aber wir haben ja noch ein Fass. Zack. Zack. Ja, jetzt wird es hier schon ein bisschen unangenehmer, nenne ich es einfach mal. Ich glaube, wenn wir durchfahren, passiert uns nichts, richtig? War das so? Ja, genau. Wieder nach rechts, andere Richtung. Ah, nicht in diesen Sabberschleim. Keine Ahnung, was das ist, aber Hashtag Sabberschleim, Guys. Okay, hier war es nicht einfach durchfahren. Ich kann mich aber auch noch an ein richtig schönes Puzzleteil erinnern. Ja. Nee. Nicht Puzzleteil. Nee, wir warten. Und durch, durch, durch. Ah, genau das war's. Und runter da. Jetzt, let's go, auch noch die schön die Bananen mitnehmen. Ich habe da oben ein Puzzleteil gesehen und wenn wir schon die Möglichkeit haben, Puzzleteile mitzunehmen, sollten wir es auch tun. Alles klar. Hä? Wo kommen die Früchte her? Die kommen einfach von unten nach oben. Ja, ist ja nicht verboten, oder? Also, Physikgesetze schon cringe. Also, wer Physikgesetze einhält, cringe. Oh, ein Herz finde ich eigentlich ganz schön. Ah, hier möchte ich eigentlich wieder Vollgas geben. Oh, die fallen hier sogar runter. Schaut mal, die Krallen. Bitte nicht tot. Dankeschön. Zack. Bumm. Ziel erreicht. Mega entspannt hier schon wieder heute. Es freut mich einfach, dass es so gut läuft. Alle KNNGs. Also muss das. Wir starten in die neue Reihen. In die neue Welt rein. Und es geht direkt schön und wunderbar ästhetisch los. Kommen wir zum Zuckerfass, zum Abheben. 5-2. Ganz genau. Hyper, hyper, guys. Hyperino. Ach ja, das freut mich. Es freut mich einfach. Finde ich schön. Finde ich wirklich. Ist auch einfach entspannt, oder nicht? Also, wenn es jetzt nicht so krass Vollgas gibt alles, dann ist auch entspannt. Ist hier der erste Bonus? Ja, lol. Nehmen wir mit, nicht? Darüber reden wir einfach nicht. Oh, wir müssen auch noch nach oben. Also gut anstellen tue ich mich hier nicht. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. So. Zuckerfass zum Abheben sieht für mich nach einem Raketenfass-Level aus. Und natürlich ist es das auch. Die Musik ist wirklich unübertroffen. Oh, da habe ich mich treffen lassen. Schlecht. Oh, vor allem, weil ich die ganzen Buchstaben nicht auswendig kenne. Nee, wir dürfen das Herz nicht mitnehmen. Oh mein Gott, wir haben ein Herz und jetzt kommt er auch noch.
Er ist ja auch anders unangenehm, tatsächlich. Okay, oben sind wir safe. Da unten ist ein Herz. Das wir direkt wieder verloren haben, aber hier ist ein Checkpoint. Uff, das Level ist heavy tatsächlich. Was macht der? Was macht der? Ey, ich muss mich so konzentrieren. Sorry, dass ich so leise bin. Hier unten war doch noch was. Ja. Okay, nicht mehr viel. An eins kann ich mich definitiv erinnern. Und das andere, das letzte, müssen wir gucken. Okay. Puzzleteil einfach so geschenkt. Auch schön. Genau, hier eine Höhe halten. Ein bisschen drücken. Ballon, nimmt man den mit? Ja, komm, warum nicht? Alles klar. Na, ich werde sterben, glaube ich. Uff, uff, uff. Haben wir? Haben wir? Studiert habe ich das Game, natürlich. Guys, jetzt in den Hintergrund schauen. Guys, im Hintergrund. Hintergrund, Guys, Hintergrund. Der kommt jetzt, der ist ja jetzt sein Panzerdings explodiert. Und der kommt jetzt runter. Und Yoshi ist einfach da. Und by the way, hier ist noch ein Bonus. Habe ich gerade gesehen, dass da noch ein Fass drin ist. Dachte mir, dass es ein Bonus ist. Sogar ein neuer Bonus. Hatten wir den schon mal, Guys? Ich glaube nicht. Schön. Ich mag innovativen Stuff. Boah, wenn ihr die Folge seht, Guys, gibt es den Innovativ-Merch nicht mehr. Es tut mir so leid, falls ihr nichts abbekommen habt. Ihr hattet lang genug Zeit. Es wird aber vermutlich fürs nächste Projekt wieder was Neues geben. Da bin ich mir sicher. Falls es denn überhaupt ein nächstes Projekt geben wird. Spoiler Alert, ich weiß noch nicht was. So, haben wir das doch wunderbar eingesammelt. Und ab ins Ziel, nehmen wir noch einen Ballon mit. Kann man nie genug von haben, außer wir haben natürlich 99. Dann kann man auch genug von haben. Aber das ist ja ganz entspannt, das Ganze hier. Ich bin richtig motiviert, tatsächlich hier weiterzumachen. Unfassbar. Aber jetzt werden erstmal die Melonen zum Quadrat geschnitten. Werden die geschnitten? Ich weiß es nicht. Aber Melone, ne? Zum Quadrat. Heißt das wunderbare nächste Level, dass sich Donkey Kong und natürlich auch ich, wir müssen uns stellen. Diesem Level. Deutsch, Bubble, let's go. Ach ja. Ich habe auf der Oberwelt direkt gesehen, es gibt hier einen Secret Exit. Und es ist natürlich auch immer vorteilhaft, wenn man weiß, wo der Secret Exit ist. Sind wir uns einig? Perfekt. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ah, das ist schon sus hier. Warte mal. Habe ich direkt die erste sussy Stelle gefunden? Nur ein Bonus? Nur ein Bonus. Aber es ist trotzdem sus. Muss man ja auch mal festhalten. Oh, okay. Ist ein sehr kreativer Bonusraum. Boah, schaut euch nur an, wie kreativ das ist. Bumm. Easy. Gar kein Stress. Da muss man auch einfach mal die entspannte Schiene fahren. So wie Lokomotivführer. Ich mag das nicht, dass hier eine riesengroße Hackeballsense ist. Oh mein, heavy. Auf jeden Fall heavy, hier hochzukommen. Alles klar. Dankeschön. Schön. Ich glaube, mit Cranky sind wir hier ganz gut unterwegs.
Oh, ich muss doch da hoch bestimmt für irgendwas. Ach, der hält meinen Hackbeil an. Das ist schön. Also, was heißt meins? Oh, Sass. Sass, ein wunderbares Puzzleteil. Ja, nehme ich mit. Was ist mit dem Mikrofon auf einmal los? Das ist immer falsch platziert. Oh, knapp. An der Stelle hätten wir auch mal bei Dixie bleiben können. Alles klar. Ah, schön. Aber da war doch direkt ein Checkpoint davor, nicht? Macht's natürlich jetzt ein bisschen schwerer. Aber wer hat denn gesagt, dass ich es einfach möchte? Ah, sieh mal einer an. Easy going. Vor allem dieses Ding war ja Instant Death, richtig? Mein Gott. Fahr zurück, bitte. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Wie kommt man da hoch? Wir müssen da hoch. Ich schmeck das. Mit dem Fisch. Ein Herz. 2, 3, let's go. Warum gehe ich nach hier oben für ein Puzzleteil? Und warum gehe ich nach da oben rechts? Für den Sieg. Let's go, so muss das. Direkt den wunderbar vollen Secret Exit mitgenommen. Und wir kommen. Was heißt, wir kommen zum nächsten Level? Wir kommen an der Stelle weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Okay. Okay. Hä, was soll ich denn hier machen? Garbage. Egal. Okay. Einmal, warum ist das eingesammelt? Hä? Waren wir hier doch schon vorher? Okay. Kuriel. Ja, natürlich hackt der 100 Mal hier. Bitte durch hier. Was ist da? Banane? Die war weird. Oh, weil es da um bei. Alles klar. Moin. Die geht so gut. Ah ja, das ist schön. Oh, mach kaputt, mach kaputt. Jetzt noch sowas, klar. Oh, und zurück auch noch, bitte. Ja, natürlich werde ich hier getroffen. Ach, komm, nee, weiter. Gar nichts. Haben wir alle Boost? Achso, ja. Das letzte war weird. Und das war einfach nur ein Anzeigefehler. Soll ja vorkommen. Oh, nein. Sehe ich aus, als wäre ich gut in sowas. Bitte. Ganz entspannt das Ganze hier. Ich schmecke Ziel. Oh, das war voll knapp. Wir haben es, glaube ich, nur so mit dem kleinen Finger oben berührt. Uff, damit wäre auch dieses Level wunderbar abgeschlossen. Ich kann nicht mehr. Uff, uff. Das war schon ein bisschen anstrengender, aber war wie nennt man das? Entspannt. So. Damit hätten wir beide Exits. Ich musste ganz kurz, sorry für den Cut, ich musste ganz kurz das Fenster aufmachen, es wird langsam warm hier drin. So, beide Exits, ganz genau. Das ist der und das ist der Secret. Oh, da komme ich so nicht hin. Und dann hier nach unten. Honig, Harpe, Linnenkn. Babbel. Wird trotzdem nicht kälter hier drin. Ey, es ist so heiß auf einmal. Das ist ganz schlimm. Immer, wenn ich anfange viel zu reden, wird's warm. Vielleicht, weil nur heiße Luft aus mir rauskommt. Nix, alles gut. Machen wir weiter. Ey, wenn ich hier Cranky für irgendeinen Secret brauche. Ah, guten Tag, Herr Biene. Okay, also, so Bienendinger hängen hier fest und wir können dann so rüberspringen. Oh, das sieht voll episch aus. Zack. Natürlich. Hä? Die kommt aus dem Nichts von oben geflogen. Hallo! Ey, das ist so unfair. Nee, ich nehme mir das jetzt. Ist mir egal. Ich nehme mir die Zeit. Sind wir eigentlich schon einen Millimeter weiter nach oben gekommen? Nö, eigentlich nicht. Wir machen den entspannten. Wir skippen einfach.
Zack, ein Buchstaben für mich. Halt dich doch fest, Kollege. Da links geht's irgendwo hin. Bonus? Ein Bonus. Beim Bonus, da kann man immer noch mal ein bisschen durchatmen. Das ist super wundervoll schön. Ja, und dann ist es einer der Standard-Boni. Ja, ist okay. Was soll man... Wenn man es schafft, alle Bananen einzusammeln, dann macht das sogar auch Spaß. Ich bin ganz unkonzentriert, glaube ich. Irgendwas stimmt gar nicht. Also so viele Probleme hatte ich bei einem Bonus noch nie. Das ist ja schon fast unfassbar. Okay, aber wir haben es, wir bleiben entspannt. Hier drüben geht es ganz normal weiter. Nee, auf dich habe ich auch keinen Bock. Alle Bananen, aber schade, dann halt nicht. Okay. Hier verpasst man safe was, wenn man nicht schlau ist. Also wenn man nicht ist halt. Ne, weiter runter geht. Ich hätte ja sein können, das sieht auf jeden Fall sus aus. Kann man sich ja nach Möglichkeit angucken, aber scheinbar nicht. Nichts da. So, und sliden. Okay. Oh, nee, nicht nochmal so einer. Oh, ja. Nächstes Puzzleteil, das wir nicht brauchen, aber entspannt. Du hast eine Bombe. Ja, schön. Mit Cranky natürlich auch ein Stück weit einfacher, aber war doch jetzt nicht schlimm, oder? Guys, war schlimm? Fand ich nicht. Noch ein Bonus? Heute ist Tag der Bonus. Hier, Boni. Entschuldigung. Heute ist aber auch Tag der... Lasst uns den einen Boni... Lasst uns alle Bonis aus der ersten Welt nochmal hier reinpacken. Und genau in der Reihenfolge hintereinander. Wie wir sie in den letzten 5 Welten auch schon reingepackt haben, damit alles genau gleich aussieht. Was? Bitte? Hier zu scheitern wäre das Traurigste, was mir je passiert ist. Ich bin heute ein bisschen unruhig. Ich zitter auch ein bisschen, falls man das sieht. Sieht man das? Sieht man das? Nee, keine Ahnung. Heute performe ich nicht so wie sonst. Das spüre ich direkt. Hier im Fake-Hohn. Ich möchte appreciaten, dass ich diese Taste im Allgemeinen nie loslasse bei solchen Leveln. Aber wen interessiert's? Cool, Donkey Kong. Danke, du bist es. Danke, dass du rollen kannst. Das war eine Erkenntnis, die hat mir... Ah, bitte. Mach das hier, sodass ihr auch alle seht, dass es gedrückt ist. Seht ihr das? Gedrückt. So, an der Stelle ist es nicht meine Schuld. Donkey Kong hält sich einfach nur nicht fest. Dann warten wir jetzt hier, bis er sich an einem festhält. Danke, dass du loslässt. Danke, dass du dich wieder nicht festhältst. Dankeschön. Ah ja, genau, hier können wir die Höhe steuern. Also heute passieren schon wieder Dinge, die finde ich nicht gut. Auf dich fliege ich drauf. Wie kann man denn eine Biene sein und trotzdem das hässlichste Wesen im Raum? Und wehe, einer von euch schreibt nach mir. Ich töte euch. Kommt zu euch nach Hause, finde heraus, wo ihr wohnt und esst einfach eure... Also irgendwann ist auch der Zeitpunkt des kompletten Betrugs erreicht. Woher soll ich wissen, dass da Bienen spawnen, wenn die doch nicht mal da sind? Was ein Müll. Ich kann es nicht anders beschreiben, außer mit Müll. Also das ist ja unfassbar. Hier, die brauchen 10 Minuten, um zu spawnen. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem ich einfach eine Pause machen muss. Ich kann nicht mehr. Es ist so lächerlich. Es ist komplett lächerlich. Und dieser Punkt ist halt legit bei mir erreicht. Ja, Guys, ich kann das nicht mehr. Es geht nicht. Oh mein Gott.
Okay. Kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich halte das alles langsam nicht mehr aus. Es ist wirklich unfassbar Deluxe. Dankeschön, dass du in mein Gesicht reinfällst. Ich will nur noch den letzten Buchstaben und Gutes. Oder habe ich den schon? Ich weiß es nicht. Der spawnt doch jetzt an der ekelhaftesten Stelle der Welt. Wollen wir wetten? Oh, bitte, ich will nicht mehr. Ja, Guys. An der Stelle, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Wir sehen uns dann da irgendwann wieder. Lasst ein Abo, Like da, ihr wisst Bescheid. Ich hasse mein Leben. Aber wir haben es wenigstens geschafft. Das ist schon mal ein bisschen was. Ich brauche eine Pause. Ciao.